Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal Elad Gaming. Heute spielen wir mal GTA 5. Und ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal den Story-Modus an. Ja, ich switch einfach mal direkt rüber. Open the door! They'll get worse than hurt! Hey! Ah! Come on! Finally! So, da sind wir auch schon und wir sind direkt im Raub, im Bankraub. Ja, okay, also. Das hier ist jetzt quasi das Tutorial. Na los, nach hinten! Wie cool, man kann die Monitore abschießen. Okay, halt das hoch, um das Handy aufzurufen. Ja, gerne. Drücke Enter, um die Kontakte anzusehen. Drücke Enter, um anzurufen, während Zünden markiert ist. Ja, chill, ich ruf doch an. Oh. Ah, nice. Sehr gut. Dann ist jetzt schon mal der Tresor offen. Das ist gut. Orte sind auf dem Radar durch die Markierung gelber Punkt gezeichnet. Sammle das Geld ein. Objekte sind auf dem Radar durch die Markierung grüner Punkt gekennzeichnet. Also das. Ja, das. Okay. Oh yeah, okay. Jetzt haben wir das Geld. Was jetzt? Oh, scheiße. Oh, kacke, das ist nicht gut. Ich muss jetzt wechseln zu ihm und auf ihn. Soll ich ihn töten? Fuck it, ich töte ihn. Oh yeah. Und los geht's. Sprinten. Left Shift, um zu rennen. Ne, ich konnte es nicht richtig sehen. Q, um in Deckung zu gehen. Okay. Q? Hallo? Q-Taste, funktionierst du? Ja, jetzt. Jo, mach den Scheiß mal auf. Da sind sie jetzt noch, oder? Ich seh nix. Ich höre Sirenen, ja. Yo, ich mach auf. Öffne das Rolltor. Ah ne, da geht's wahrscheinlich raus. Verpisst euch. Da kommen noch mehr. Scheiße. Nein, nicht da. Da treffen die sich doch. Nice, durch die Scheibe. Ah, da ist noch einer. Wo ist er denn? Ach, da war einer. Okay. Yo, ey, warum sehe ich dich nicht auf meiner Karte? Oh. Ich hab vergessen, dass da mal zwei drin sind. Oh, was? Direkt ein Headshot. Oh ja, okay, ich soll zu wer auch immer das ist, wechseln. Hi. Nice. Los, ab zum Auto. Kann ich ihn töten? Ne, schade. Okay, einfach rein, schnell. Oh, scheiße, das ist nicht gut. Fuck you!
Oh, was ist jetzt los? Darf ich fahren? Geil. Fahren zum Hubschrauber-Abholpunkt. Oh, scheiße, da ist ein Zug. Oh, shit. Ha. Man, I'll believe in this bird when I get eyes on it. Shit, 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 roadblock. Ach nee. Ja, ich fahre hier rechts. Oh, oh. Das wird lustig. Oh ja. Jupp, das hat wehgetan. Joa, das hat ja super funktioniert, ne? Fuck. Come on. Ditch the car, alright? We can go this way to the chopper. No, hey. Stick to the plan. What? Stick to the fucking plan. Come on. Okay. Was jetzt? Also wir haben unsere Karre verloren und müssen jetzt den Hubschrauber finden. Oh no. Oh no. Oh scheiße. Das ist nicht gut. Oh. Oh scheiße. Oh scheiße. Oh. Halt die Kopf auf. Ja, Digga, das funktioniert ja richtig gut. Oh, scheiße. Ich treff nix. Oh, shit. Ist da gerade ein Auto explodiert? Oh, da kommen noch mehr. Oh, nee, das ist... Nee, darauf habe ich jetzt keine Lust. Ja, geil. Erstmal Geisel genommen. Finde ich gut. Jo, okay. Also folgendes, die Cutscene habe ich schon einmal gesehen. Wir spielen jetzt irgendwie den einen da, der gestorben ist. Also jetzt nicht gerade eben, sondern davor her. Und wir spielen jetzt diesen Dude hier. Und müssen jetzt hier Autos klauen, oder was? You always was old choosy, motherfucker. Ja. Oh, you ballin' hard with the drop top, huh? I might just be. Whatever, nigga. It ain't gonna make you go no faster. Hit me on the speakerphone, I'm moving. Oh, it's like that, nigga? Okay, wir fahren jetzt also ein Rennen gegen Lamar. Jo, bisschen die Laterne mitgenommen, gar kein Problem. Hey, remember, we gotta be careful with these rides. Ja. Ja, das war gleich hier. Ah ja, da lang. Ich habe glaube ich gerade ein kleines Problem. So, wir sind jetzt wieder in dem Parkhaus. Ja. Und hoffentlich verkacken wir dieses Mal nicht diese eine Stelle. Ja, kann ich nicht versprechen. Runterbremsen? Ja, sehr gut. Ich weiß nicht mal, wo ich bin. Ah ja, okay, war richtig. Ja. Mein Auto ist vielleicht ein bisschen kaputt, aber seins auch. Oh ja, meine Scheibe ist kaputt. Fuck, hängen die Bullen ab. Ja, so nicht. Okay, mal gucken, ob ich das schaffe. Ich fahre einfach in eine Seitengasse. Halte dich von den leuchtenden Kegeln fern, bis die Polizei super ablässt. Versteck dich in einer Seitenstraße oder im Dunkeln, um nicht entdeckt zu werden. Ja, hier ist schon mal keine Seitenstraße. Doch. Aber passe ich da durch? Wahrscheinlich nicht, ne? Ja, doch. Geil, aber hat nicht so gut funktioniert. Nice, wir haben es geschafft. Bring das Auto zurück zum Autohaus. Okay. Das verkaufen wir jetzt, oder was?
Ah, das ist ja hier direkt. Wie cool. I don't get you, bro. You are a racist and I don't like you. And I will not sell you this card. I will not. You make my skin crawl, you neon. Aber ich skippe jetzt einfach hier die ganze Zeit die Cutscenes, weil da, ja. Ab hier ist mir meine Aufnahme leider abgekackt. Deswegen skippe ich jetzt hier einfach mal den ganzen Part, den ich ja halt nicht aufgenommen habe, warum auch immer. Ja, viel ist sowieso nicht passiert. Also verpasst habt ihr nichts. Also jetzt sollen wir von irgendjemandem das Motorrad wieder abziehen, weil ich weiß nicht, ob er das geklaut hat oder einfach nicht bezahlt hat. Also halt, ne, mitgenommen hat, aber hinterher nicht gezahlt hat. Auf jeden Fall holen wir uns das Motorrad jetzt wieder. Also, wir sollen jetzt irgendwie versuchen, hier leise reinzukommen. In eins der Garagen. Ja, das? Ne, das ist ja ein Laden. Voll Glamour. Okay. Drücke Leertaste. Das hier, oder was? Ja, anscheinend schon. Oh, no, wer ist er denn? Moin. No, away, away! Away from me! We're from Zappo agents! Yeah, you thought I was gonna hit your bitch ass, son. Drunk ass nigga. Shit, man. Play it cool. Okay, okay. Yo, homies. Wer seid ihr? Yeah, right. Wunder. Keep it moving, bitch. Man, I don't like this shit one bit. Ja, kann ich das Auto hier hey, look, let's keep it small. Hey, hold up. It's in one of these lockups. Durchsuche die Garagen. Ja, dann fangen wir mal hier an, ne? Ja, das ist halt scheiße, wenn man die Cutscenes überspringen muss. Ja, da sind jetzt welche zu uns gekommen. Und die mochten nicht, dass wir jetzt hier chillen. Deswegen versuchen wir jetzt hier abzuhauen. Das Problem ist aber, dass sie auf uns schießen. Oh, scheiße. Mach ihn fertig, jag den Tank in die Luft. Wow! Wie krass. Nimm dir die Schrotflinte. Welche Schrotflinte? Ich habe eine Schrotflinte. Oh, scheiße. Er hat seinen eigenen Kollegen angefangen. Kann ich das Auto nehmen? Ne, ist abgesperrt. Wo ist denn jetzt hier noch einer? Ach, da oben, Digga. Ne, das ist eine Lampe. Hey, wo ist hier einer? Ach, da. Ja, noch. Yo, ich renne schon los. Schnapp dir das Motorrad. Ja, ich glaube, eigentlich hätten wir ihn verfolgen müssen, right? Ich glaube schon. Ich habe das Spiel kaputt gemacht. Egal. So, jetzt sind wir auch schon an der Waschanlage. Und da steht auch schon Lama mit unserem Auto. Servus. That's that Apache blood in me, homie. You ain't lucky I ain't do a flying tomahawk and scalp they motherfucking ass. We can't repo the assets of a dead man, big sitting chief asshole. Nigga, and we ain't going to neither, nigga. I'ma keep this motherfucker for myself. Tell Simeon we couldn't recover. Oh yeah, okay, behält das für sich. You fucking moron! Behält das Motorrad für sich. Uncool, Lama, uncool. Bestanden, Rückführung. Alter. Story-Charakter werden im Laufe der GTA 5 Story für den Regisseur-Modus des Rockstar-Editors freigeschalten. So, jetzt sind wir wieder bei Simeon. Oh, da steht er auch schon. Was schreiten die denn da noch? That boy. I am his mentor. I am so proud of you. What do you mean, a mentor? Don't worry about that. Okay, so what you got for him? James DeSanta. Some kid, he is already late on his payments, and I have this bad feeling that he will do more damage to the car than we can get back from him in the exorbitant interest rate payments, huh? Just go and get it. The house is on Hampstead, off Eclipse. It's an SUV. Huh? Some Rockford Hills daddy's boy nonsense. Don't worry about it.
Try to bring the car back in good condition, huh? I got you. Don't worry about it. It's so good to see you, my boy. Hey, good luck in law school, huh? So. Also, wir sollen uns jetzt wieder irgendein SUV zurückholen, weil er nicht bezahlt hat. Also, weil er nicht gezahlt hat. Ganz einfach, simpel. Und jetzt sollen wir zu diesem Haus fahren und uns einfach die Karre wieder besorgen. Und hoffentlich geben wir die dieses Mal auch ab. Diesmal fahren wir auch ohne Lamar. Also, ich glaube, wir behalten die Karre auf jeden Fall nicht. So, fahren wir mal hier. Oh, Simeon ruft an. Hey, did you change your mind? When I discover that you betray me, perhaps. I hear you took the bike for yourself, my employee of the month. Listen, man, me and Lamar was gonna get that back to you, dawg. Oh, I am sure. You will get this car off the daddy's boy, and then we talk. Insurance papers say they have a locked garage, so you'll need to gain access from inside the house. Man, it's never easy with you, is it, Simi? Do not talk to me about easy, you thief. Okay, also wir sollen jetzt hier irgendwie, weil die Garage oder irgendwas abgesperrt ist. Ja, da ist schon die Garage. Die ist irgendwie abgesperrt und deswegen müssen wir durch das Haus da jetzt hingehen. Ich finde einen Weg ins Haus. Oh, so nicht. Franklin, so nicht. Okay, das hier geht schon mal nicht auf. Ist die Tür vielleicht offen? Oh ja, okay, man kann drüber klettern. Oh no. Sieht er uns jetzt nicht. Im Schleichmodus verursachst du bei der Bewegung weniger Geräusche. Da stand doch gerade, schalte den Gärtner aus. Okay, so, zielen und dann hitten, oder? Ah, okay. Das hat gut funktioniert. Okay. Hier ist dieser blaue Punkt, da wird wahrscheinlich das Auto stehen, richtig? Ja, da ist es schon. So, geht das hier aus? Nein. Okay, ist wirklich abgeschlossen. Scheiße. Aber wie kommen wir da jetzt rein? Durch die Haustür? Nee. Hier ist nicht noch eine Tür, oder? Drücke Leertaste, um über das Auto auf das Dach zu klettern. Jimmy called me a bitch! Okay. You tried to knife attack me? No one creeps on the J-Dog, my niggas. Vermeint es, die Bewohner zu alarmieren. Okay, wir schleichen mal. Okay, der sieht uns nicht. Hallo? Oh mein Gott, ich dachte gerade, uns hat jemand gesehen. Hi. Okay, wie kommen wir jetzt in die Garage? Scheiße, die stehen da. You're a great student. Now just loosen up those hips. Ja, ich bin okay. Gar nicht da. Yeah, loosen da up, ist baby. Es. Lass uns das mal klauen einfach. Also, wieder zurückholen, ne? Bring das Auto zum Auto aus. Ja, das ist das richtige Auto. Okay. Ich bin mal gespannt, was wir als nächstes machen müssen. So, wir rufen jetzt erstmal Simeon an. Alles klar. Hey, Simeon, I got the ride, man. I'm coming back. Yeah, if you actually bring the repossession to me this time, I ja, can have it back out on the street zurück. Before the day is done. Oh, was geht jetzt ab? That's a 9mm semi-automatic pushed against your skull. Well, look around. You just keep driving where you're going. Okay, ich fahr weiter. Hey, come on, man. This was a repo job. Guy was behind on his fucking note. Unlikely. Considering my son just got the car. Angst. And looking at the way you're going about this, my guess, you're working a credit fraud. A credit fraud? Be serious, dude. I just worked the fucking repo. I appreciate a kid who follows orders without taking responsibility. Yeah, maybe one day we'll have a beer, and I'll explain how the world really works. Who gives you the slip? A car dealer, dawg, by the name of Simeon Yatir. Ja, bro, ich schwöre, es war nur Simeon, der den Auftrag gegeben hat. Look, man, it's just between him and your fucking son. Don't worry. Me and Mr. Yatarian, we'll work this out. That the place? Yeah, this the place, man. Ja, oh. Das ist der Laden. Drive into it. Right through the fucking window. And fast. Or I'll put two rounds in the back of your skull. Okay, chill. Man, you can't be for real. I look like a fucking joke to you. Man, fuck my life, man. Fuck.
Ist das ein Kack? Jetzt sollen wir durch die Scheibe da vorne durchfahren. Oh, Alter. Damn! Franklin! What the fuck are you doing? Mr. Sammy, it's not exactly how it looks. I always trump big for a job well done. Now get out of here, kid. You motherfucker! Oh shit! Oh, verprügle Simeon. Ah, halte gedrückt, du meinst sie zu fassen. R, um zu schlagen, oder das. Und Q zum Treten. Yo! Okay. Wir haben uns mal die Karre wieder zurückgeholt. Bei dem Fenster ging es auf jeden Fall schon mal besser. Aber können wir jetzt eigentlich... Ist nicht dein Ernst. Wir können hier die Autos einfach klauen? Warte mal. Welches Auto will ich haben? Ja, doch, eigentlich schon das. Das sieht am coolsten aus. Komm ich hier durch? Ah, geil. Und dann würde ich auch schon wieder die heutige Folge beenden. Mir hat es Spaß gemacht. Und wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Haut rein, Leute. Ciao.